In diesem Video möchte ich euch ein günstiges Einsteigermikrofon vorstellen, das gerade für YouTuber interessant sein könnte, und zwar das Tonor Shotgun Mikrofon. Das gibt es für 13 Euro schon bei Amazon. Was ist der große Vorteil von dem Mikrofon? Es hat einen XLR auf Klinke Anschluss bzw. ein XLR auf Klinke Kabel. Das heißt, ich kann es direkt schon mal in meinen PC einstecken und von dort aus aufnehmen. Damit habe ich aber eher schlechte Erfahrungen gemacht, da der PC ans Stromnetz angeschlossen ist und da dann auch Störungen in die Audiospur kommen. Deshalb nehme ich immer von mobilen Geräten, die auf Akku laufen, auf. In dem Fall nehme ich jetzt von meinem Handy aus auf. Der ganze Beitrag jetzt hier ist natürlich mit dem Mikrofon aufgenommen, damit ihr mal einen Eindruck von dem Ton bekommt. Das heißt, um jetzt am Handy aufnehmen zu können, brauche ich noch einen TRRS-Adapter, der kostet nochmal ein paar Euro, und ich brauche eine vernünftige Recording-App. Meine App, die ich benutze, kostet 5 Euro, das ist die Field Recorder App 8.0. Ja, das heißt, man ist mit ungefähr 20 Euro vielleicht dabei und kann schon vernünftige Aufnahmen machen, kann auch mobil damit unterwegs sein, und mit so einem Shotgun-Mikrofon kann man zum Beispiel auch ganz gut Interviews führen. Das Mikrofon selber wird über eine Batterie gespeist. Das Einzige, was mich jetzt an dem Mikrofon stört, das dürft ihr auch gleich hören, sind so ein paar Wackelgeräusche, dass es von sich gibt. Die kann man bestimmt mit ein bisschen Bastelei auch unterbinden. Ich simuliere die jetzt mal kurz. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut gehört hat. Ich habe das nämlich mit Tesa schon ein bisschen abgeklebt. Ich glaube, es kann sogar sein, dass es weniger geworden ist. Auf jeden Fall lassen die sich rausfiltern mit einem Low-Cut-Filter. Den habe ich jetzt auch mal eingeschaltet. Also es kann schon sein, dass ihr davon gar nichts mehr hört. Und ja, ansonsten ist das Mikrofon für 13 Euro ein relativ gutes Angebot. Kabel ist nämlich auch schon dabei. Man hat so ein kleines Köfferchen dabei. Ja, und es ist halt gut einsetzbar. Man kann es an einen Mikrofonarm machen und am PC aufnehmen. Man kann es ans Handy anschließen. Ich habe jetzt hier ein langes Kabel dran, das war mitgeliefert. Also für so ein 13-Euro-Mikrofon möchte ich mich da nicht beschweren.